Hast du schon mal etwas von Intersexualität gehört? Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was es ist. Aber ja, auch schon. Nein. Leider nicht. Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Nein, über das bin ich drüber. Nein, noch nie gehört. Nein. Keine Ahnung. Nein, ehrlich gesagt nein. Nein? Wüsste ich nicht. Das sind Leute, die entweder nicht genau wissen, oder die sich nicht entscheiden können, ob es wirklich auf Männer oder auf Frauen stimmt. Ja, das ist Bisexualität. Genau, also es ist, ja, bist näher dran. Und zwar geht es darum, es werden Kinder, also kommen auf die Welt mit beiden Geschlechtern, also wirklich, die sind weiblich und männlich. Da gibt es, man sagt, jedes 1000. Kind. Jetzt weiss man noch nicht so viel über das. Findest du, die müssen mehr Platz bei uns in der Gesellschaft haben? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, man sollte allen Menschen, egal welcher Geschlecht, Herkunft oder Gedankengut, einen Platz zum Leben geben, weil sie haben meiner Meinung nach alle das gleiche Recht auf Leben und Freude. Alle Gruppierungen oder Minderheiten sollten mehr Platz in der Gesellschaft haben, ehrlich gesagt. Und sicher auch Intersexuelle, ja. Finde ich sehr wohl, ja. Weil ich meine, sie können nichts dafür, sie sind so auf die Welt gekommen und man sollte Menschen so akzeptieren, wie sie sind, was aber die Leute nicht machen. Also ich merke selber immer wieder, ich bin jetzt ein Mensch, der gerne bunte Haare hat und man wird dann halt zum Teil wirklich so von oben ab angeschaut und ich finde das mega schade. Lesbisch, ob schwul, ob hallo, das sind Grundrechte. Es kommt immer darauf an, wie man es auslebt, in allen sexuellen Dingen. Ich habe Riesenprobleme mit Pädophilie, selbstverständlich, aber alles andere. Soll man umoperieren? Was soll man machen? Oder soll man die Menschen einfach, wenn sie auf die Welt kommen, gleich wegtun? Das hatten wir in Deutschland schon mal in diese Richtung. Das ist jedem selber gegeben. Ich glaube, das muss jeder selber wissen. Ich meine, wenn es der Herrgott so auf die Welt gestellt hat, was will man machen? Dann muss man es annehmen. Ja, sie sollen sich einen Platz haben. Ich habe mich noch nie mit dem befasst. Ich höre das auch einigermaßen das erste Mal, aber ja, die muss man akzeptieren, die können ja nichts dafür, oder? Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil es genauso Menschen sind wie alle anderen. Das ist wie Schwule und Lesben, sind Menschen. Ja. Und findest du, es sollte eigentlich in dem Fall so ein drittes Geschlecht geben für alle die, die sich eigentlich zwischen weiblich und männlich fühlen? Ja, wieso nicht? Also ich denke, ja, sie sind vielleicht dann so ein bisschen wie ausgeschlossen oder fühlen sich ausgeschlossen. Also, wenn es Menschen gibt, die das so haben, dann warum nicht, ja. Das sollte es schon jetzt gerne, meiner Meinung nach. Gibt es ja auch teilweise in gewissen Ländern oder in gewissen Formularen kann man das schon. Und definitiv, ja, sollte es geben. Ja, also wenn es irgendwie so etwas gibt und es ist eine Natur, dann muss man es doch akzeptieren. Die Natur ist Natur. Ja, wieso nicht? Es gibt vieles, was es nicht gibt und vieles, was es trotzdem gibt. Das sollte auch gut sein für mich. Die Ärzte und so wissen auch schon lange, dass es das gibt. Warum glauben Sie, dass so etwas verheimlicht wird? Warum glauben Sie, dass die Leute nicht über so etwas reden? Ich weiß nicht, ob es nicht darüber reden ist. Vielleicht weiß man einfach nicht, was ist. Vielleicht einfach, weil man nicht kommuniziert darüber. Also eben von denen, die es wissen, quasi, denke ich jetzt einmal. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es sicher ein Punkt ist. Und dann ist sicher auch die andere Seite, dass viele Leute nicht über so etwas reden wollen. Aber es gibt ja auch andere Themen, wo die Leute Mühe haben. Oder? Ich denke jetzt, ja, sei es Homosexualität. Das ist ja auch immer noch für viele ein Thema, das immer noch so ein bisschen tabu ist. Und denke ich, ist auch das wahrscheinlich ein Thema, wo viele nicht darüber reden wollen, die es wissen. Und ich habe es zum Beispiel gar nicht gewusst. Ja, das ist mir auch so gegangen. Kein Problem, um darüber zu reden, aber ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gekannt. Ich habe jetzt gerade etwas gelernt.